Hallo, ich bin Carsten in Mardorf. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Also, ich bin hier ans Steinhuder Meer gefahren, weil ich den Steinhuder Meer Rundweg gehen will. Eigentlich beginnt man den klassisch in Steinhude. Sind so, na, es wird unterschiedlich angegeben. Entweder sind es 30 oder 32 Kilometer. Also es gibt zwei verschiedene Angaben. Und eigentlich hatte ich auch geplant, in Steinhude zu starten und dann hier in Mardorf zu übernachten. Ja, es hat sich jetzt nun mal anders ergeben, beziehungsweise ich habe beschlossen, die 30 oder 32 Kilometer heute am Stück zu gehen. Und von daher habe ich mir direkt in Mardorf einen Zeltplatz rausgesucht und da gestern mein Zelt hingestellt. Ist noch ziemlich früh am Tag, aber ich habe ja auch einiges noch vor der Brust. Ja, und jetzt von Mardorf aus geht es dann erstmal Richtung Steinhude. Klassisch ist der Weg auch noch in Uhrzeigerrichtung. Ich gehe jetzt entgegengesetzt, weil ich denke, so wie ich das bis jetzt gesehen habe, ist die andere Seite wohl schöner. Und da das ja eine lange Strecke ist, habe ich beschlossen, mache ich die schöne Seite dann zum Schluss so. Motivationsmäßig ist es vielleicht ganz gut. Ja, es wird bestimmt auch hart werden, weil der größte Teil der Strecke ist tatsächlich asphaltiert. Also geht eigentlich auch gleich mit dem Steinhuder Meer Radweg, bis auf ein kleines Stück durchs Moor. Da dürfen die Fahrräder nicht durch, beziehungsweise da gibt es dann einen extra Weg für Fahrradfahrer und Fußgänger. Ja, schauen wir mal, ne? Ja, mal ein paar Daten und Fakten zum Steinhuder Meer. Also, das Steinhuder Meer liegt so circa 30 Kilometer westlich von Hannover und hat auch eine Größe von knapp unter 30 Quadratkilometer, eine maximale Wassertiefe von nur 2,90 Meter und sogar nur eine durchschnittliche Wassertiefe von 1,35 Metern. Also ja, da habe ich auch Unterschiedliches gelesen. Die einen schreiben 1,5, die anderen 1,35. Ja, so genau scheiß kein Hund. Ja, ich kenne das Steinhuder Meer schon recht lange. Wir haben mal mit unserer Familie, ja, wie alt war ich da? 13, 14,
irgendwie so, hier in Steinhude einen Urlaub verbracht. Und ich habe auch mal circa 6 Jahre lang nicht weit von hier gewohnt, ungefähr eine Stunde von hier weg. Und da war ich dann auch des Öfteren mal hier in der Gegend. Also schon schön hier, aber auch sehr touristisch. Also gerade hier im Mardorf, da ist ein Campingplatz neben dem nächsten. Da musst du schon aufpassen, dass du dein Zelt findest, sage ich jetzt mal so. Ja, noch etwas, wofür das Steinhuder Meer bekannt ist. Also hier im Steinhuder Meer werden sehr viel Aale gefangen. Etwas Besonderes gibt es hier, die sogenannten Auswanderer. Und zwar sind das lange Boote, die haben ihren Namen daher, dass hier die Mardorfer Seite und die Steinhuder Seite unterschiedlichen, ich glaube, Grafschaften angehörten. Und dementsprechend, wenn einer mit dem Boot übergesetzt hat, dann ist er ausgewandert. Ja, und da haben diese besonderen Boote hier nachher. Bis jetzt habe ich noch keins gesehen, aber die zeige ich euch gleich. Da kommen bestimmt noch welche. Ja, da hinten in der Ferne sieht man die Insel Wilhelmstein mit der Burg. Das ist eine künstlich angelegte Insel. Die ist auch richtig quadratisch. Aber das werde ich heute nicht mehr schaffen, darüber zu fahren, weil das wird zeitlich nicht mehr hinkommen. Vielleicht ein andermal. Jetzt geht es erstmal vom Wasser weg bis an der Ferienhaussiedlung und ja, jetzt bis Steinhude sehen wir, glaube ich, das Wasser auch nur noch von Weitem. Lassen wir uns überraschen. Nachdem ich gestern den ganzen Tag Aprilwetter hatte, wirklich von Sonnenschein bis Hagel alles dabei gehabt. Heute wunderbarstes Wanderwetter. Ich freue mich richtig auf den heutigen Tag. Sollte aufpassen, wo man hintritt. Ja, und wer sagt, 30 Kilometer Asphalt treten sind ihm zu viel. Aber die Strecke interessiert mich. Also hier gibt es dann auch für 7 Euro ein Fahrrad. Und auch E-Bikes. Auf die Idee gekommen, den Weg zu gehen, bin ich als Stefan von Mein Reiseblog den Weg hier gegangen ist. Ja, da habe ich gedacht, ja Mensch, machst du auch mal. Wollte ich eigentlich letztes Jahr schon, aber das habe ich zeitlich nicht hingekriegt. Und jetzt habe ich es endlich mal geschafft. Ich werde den Stefan mal hier unter meinem Video irgendwo verlinken. Wenn ihr Lust habt, schaut da mal rein. Der macht auch ganz tolle Sachen.
Ich kann euch echt empfehlen, wenn ihr die Tour nachlauft, ein Fernglas mitzunehmen. Zumindest wenn ihr vogelinteressiert seid. Das lohnt sich. Ja, hier trifft man auch so einige Leute, die mit dicken Ferngläsern und Spektiven durch die Gegend laufen und Vögel beobachten. Ja, durch so ein Moorgebiet zu wandern ist schon immer interessant, zumal die Gänse ja noch brüten. Ich finde es im Moment ganz spannend hier. Ja, und an einigen Stellen gibt es solche Aussichtsplattformen wie hier zum Vögel beobachten. Schon nicht schlecht. Aber ich gehe mal weiter. Im Hochsommer bei 30 Grad macht der Weg hier aber bestimmt auch keinen Spaß, weil naja, man läuft schon zu großen Teilen hier wirklich ziemlich frei. Hier gibt es zwar ein paar Weiden, aber so viel Sonne halten die auch nicht ab. Aber jetzt ist es ganz angenehm. Wie war das? Da kannst du morgens schon sehen, wer nachmittags zum Kaffee kommt. Boah, mit Fernglas vielleicht. Da hängen auch schon ganz schön viel Misteln in den Bäumen. Ja, und jetzt kommen wir endlich mal wieder ans Meer und da hinten, gar nicht mehr so weit weg, liegt Steinhude und da ist gleich Mittagspause. Ja, ungefähr ein Drittel ist jetzt geschafft, wenn wir in Steinhude sind. Also so um die 20 Kilometer habe ich jetzt. Ja, da im Hintergrund seht den Minigolfplatz und
Ja, ich glaube, mein Vater, also unsere ganze Familie hat den Minigolfplatz hier in ganz guter Erinnerung. Weil hier habe ich meinem Vater einen Golfschläger auf den Kopf gehauen. Dann muss er erst mal ins Krankenhaus und genäht werden. Ja. Aber das war nicht absichtlich. Also ich habe ausgeholt und mein Vater stand hinter mir. War nicht so gut. Ja, und da drüben liegen ein paar von den sogenannten Auswanderern. Diese schmalen Boote. Ja, irgendwo von da hinten komme ich her. Ja, ich merke gerade, dass der Track in Steinhude scheinbar nicht so hundertprozentig passt. Ich gehe mal davon aus, weil ich habe ja gelesen, dass es einmal den Rundradweg und einmal den Rundwanderweg gibt und die ja beide eigentlich fast parallel laufen, bis auf ein paar, ein, zwei Kilometer. Ich schätze mal, dass das hier, ein Stück davon ist, weil hier stehen überall Schilder Rundwanderweg und ja, das passt halt gar nicht. Was aber auch nicht weiter schlimm ist, weil ist ja gut ausgeschildert und solange das so gut ausgeschildert ist, macht er auch wirklich nichts. Ja, scheinbar geht der Wanderweg direkt an der Badeinsel vorbei. Wohingegen der Radweg durchs Zentrum von Steinhude geht. Also mir soll es recht sein. Ich kenne beides. Da drüben geht es rüber zur Badeinsel. Aber wir müssen hier rechts ab. So sehr ich mich gefreut habe, Steinhude zu sehen oder wieder hier zu sein, so sehr freue ich mich aber auch, wenn ich gleich aus Steinhude wieder raus bin, weil Stadt ist Stadt. Aber ich glaube, jetzt habe ich es gleich geschafft. Boah, das hat noch ewig gedauert, bis ich aus dem bebauten Gebiet wirklich raus war. Aber jetzt habe ich es, glaube ich, geschafft. Dann gucken wir mal. Die letzten, keine Ahnung, 10 Kilometer oder so. Ein bisschen weniger müsste es mittlerweile sein. Lassen wir uns mal überraschen. Aber irgendwie gleichen sich die Uferseiten hier. Ja, das sind jetzt hier auch so Wege, die sich ewig lang hinziehen. Also den Track hier als Tagestour gehen, ja, kann man machen, aber es wird dann hinten raus schon echt öde, muss ich sagen. Also wenn an einem Tag, dann vielleicht doch lieber mit dem Fahrrad. Dann ist man doch ein bisschen schneller unterwegs. Und vor allen Dingen, also jetzt merkt man das langsam in den Knochen, dass das hier alles nur Schotter- und Teerstraßen sind. Also das macht einen dann, also dieser Weg macht einen wirklich vom Geläuf her fertig, nicht von den Höhenmetern her. Die sind lächerlich, da ist gar nichts. Also nicht 5 Meter oder was, keine Ahnung, auf der ganzen Strecke. Hier so ein Holzbohlenweg zu einem Aussichtspunkt. Da
bin ich mal gespannt auf die Aussicht. Ja, jetzt bin ich wieder auf der anderen Seite oder auf meiner Seite vom Steinhuder Meer angekommen. So ganz genau weiß ich jetzt nicht, wie weit ich noch laufen muss. Irgendwann müsste der Hundestrand kommen und dann von da aus muss ich dann abbiegen wieder ins Landesinnere, dann komme ich zum Campingplatz zurück. Ja, Fazit zu der Tour. Also ist schon ein bisschen anstrengend, so sind nicht. Also ein bisschen über 30 Kilometer, das meiste Asphalt, ja, das merkst du dann irgendwann in den Knochen. Aber nun gut, ich habe es vorher gewusst. Ich hätte ja auch mit dem Rad fahren können, oder? Aha, da hinten stand gerade ein Schild. Hundestrand 1,2 Kilometer. Dann weiß ich jetzt, wie weit ich noch laufen muss. Ja, mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, ich hoffe, euch hat die Tour gefallen. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich tschüss. Bis zum nächsten Mal. Insgesamt 34 Kilometer. Tschüss.